Im Vers 6 sagt die Bibel, und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Wir sind aber überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist, obgleich wir so reden. Ich spreche von zwei Art von Leute. Leute, die gerettet sind und Leute, die Dornen und Disteln tragen und am Ende, sie werden verbrannt. Und er spricht zu seinen Leser, wo ich glaube, dass ihr gerettet seid. Und das zeigt eindeutig, dass es in den Versen davor nicht um Gläubige geht. Es geht nicht um Christen, sondern eindeutig um Ungläubige, die ihre Chance verwirkt haben, gerettet zu werden. Denn ansonsten würde er nicht sagen in Vers 9, wir sind überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist. Das heißt, der Zustand der anderen ist nicht mit der Errettung verbunden. Das ist eigentlich logisch. Aber trotzdem gibt es Leute, die sagen, dass es hier irgendwie doch um Christen gehen würde, aber das kann nicht sein. Geht nicht. Es gibt eigentlich ein paar Wörter hier. Zum Beispiel, die Bibel sagt ja, sie haben das himmlische Gabe geschmeckt. Sie sagen, okay, guck mal, sie haben das geschmeckt. Sie müssen Christen sein. Na, aber guck mal, als Jesus auf dem Kreuz war, er hat dieser Gall geschmeckt, aber er hat das nicht getrunken. Also schmecken bedeutet nicht immer, dass man das empfangen hat. Ne? Und ich lese auch einen Vers von Psalm 34, Vers 8, Vers 9. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Okay. Wohl dem, der auf ihn traut. Nicht nur schmecken, sondern ihm vertrauen. Das ist, wenn die Errettung passiert. Es gibt Leute, die etwas schmecken können und immer wieder ablehnen, sagen, okay, das will ich nicht. Oder? Ja, schmecken heißt nicht essen. Genau. Oder schmecken heißt nicht trinken. So, ja. Und Jesus hat gesagt, dass wir seinen Leib und sein Blut essen sollen. Nicht nur schmecken. Nicht nur schmecken. Ja, ja, man kann etwas schmecken und ausspuchen. Sofort. Nichts davon. Ja, jemand könnte das Brot des Lebens schmecken und spuckt es aber aus, aber wir müssen das Brot des Lebens essen. Ja, das haben diese Leute gemacht. Sie haben es geschmeckt. Nicht getrunken.